Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und es gibt mal wieder eine weitere Folge Hertha News. Es gibt einiges rund um Hertha BSC zu besprechen. Ich möchte zum einen über ein weiteres Transfergerücht sprechen, denn gestern Abend hat die Bild mal wieder ein Gerücht veröffentlicht, worüber ich heute sprechen möchte. Ich möchte aber auch über Bradley Ibrahim sprechen und ich möchte vor allen Dingen auch noch über das anstehende Heimspiel am Freitagabend gegen Hansa Rostock sprechen. Und ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit, kommen wir erstmal aber zu Thema Nummer 1 des Tages. Denn es geht um einen Spieler vom 1. FC Magdeburg, an dem wir mal wieder Interesse zeigen sollen. Hertha BSC soll ja bereits an Lukas Schuler und an Barış Artık vom 1. FC Magdeburg Interesse zeigen, aber wir haben wohl auch ein Auge auf den Rechtsverteidiger vom 1. FCM geworfen, nämlich wir haben wohl Interesse gezeigt an Herbert Bockhorn. Herbert Bockhorn spielt aktuell beim 1. FC Magdeburg und ist ein Spieler, den ich tatsächlich schon vorher kannte. Ich muss es so sagen, Herbert Bockhorn macht beim 1. FCM erstmal keinen schlechten Eindruck. Zu seinen Daten an sich, er ist 29 Jahre alt, ist rechter Verteidiger, ursprünglich auch gelernt und spielt aktuell auch beim FCM als rechter Verteidiger, aber er kann auch stolz als linker Verteidiger agieren und kann auch hochgeschoben in einer Fünferkette als Schienenspieler agieren. Und durchweg muss man sagen, dass er interessante Fähigkeiten hat und für uns vor allen Dingen aus einem Grund sehr interessant ist, denn sein Vertrag läuft am 30.06.2024 aus und das heißt, er wäre ablösefrei verfügbar. Und das macht ihn natürlich für uns interessant. Wie gesagt, ich kenne Herbert Bockhorn schon ein bisschen, nämlich seit seiner Zeit beim VfL Bochum und bei Dortmund 2 und ich muss sagen, dass er durchaus ein sehr interessanter Spieler ist. Er ist Rechtsverteidiger und bringt auf der rechten Seite wirklich einiges an Dynamik mit. Er ist durchweg schnell, hat eine gewisse Durchsetzungsstärke und ist so ein Spieler, ja, ich würde es nicht wie Seville vergleichen, aber er hat einen gewissen Offensivdrang, den er auch immer und immer wieder auslebt, weshalb er immer und immer wieder nach vorne stürmt. Außerdem ist er ein Spieler, der auch meiner Meinung nach ein gutes Passspiel durchaus hat. Ich finde seine Flanken jetzt nicht so stark, aber ein gewisses Kurzpassspiel und eine gewisse Qualität dafür ist vorhanden. Er geht in viele Dribblings und ich finde, er ist wie gesagt sehr interessant, was diese Fähigkeit angeht, denn dieses Fähigkeiten-Set durchaus als Rechtsverteidiger etwas Offensivdenkender zu sein, das haben wir bei uns gerade im Kader noch nicht. Ich muss aber trotzdem sagen, ich weiß nicht, ob Bockhorn der Spieler ist, der mich so richtig überzeugt. Bei Magdeburg hat er in dieser Saison von allen möglichen Spielen nur 22 Mal gespielt und hat in diesen 22 Spielen 3 Tore erzielt und 3 Vorlagen gemacht. Seit dieser Saison würde ich sagen, ist er so richtiger Stammspieler. Aber ich muss so sagen, er wirkt bei Magdeburg nicht als fester Bestandteil der wirklichen Startformation, sondern er wirkt so wie Spieler 13. Entweder einer, der immer reinkommt oder einer, der immer aushilft. Und ich muss sagen, ja, er ist durchweg sehr interessant und hatte vor allen Dingen in der Mitte der Saison eine richtig interessante Phase und auch bei den Spielen gegen uns, zumindest beim Rückspiel, wo er gespielt hat, war er durchaus sehr ausfällig. Aber Bockhorn ist halt ein solider Zweitligaspieler und ich fände es okay, wenn wir ihn verpflichten, aber ich würde dann ganz, ganz gerne Jonjo Kenny behalten. Ansonsten würde ich diese Verpflichtung nicht wirklich gutheißen, denn momentan haben wir mit Jonjo Kenny ja, mit einem der besten Rechtsverteidiger der Liga bei uns hinten rechts rumstehen. Und ich würde gerne Jonjo Kenny behalten und Bockhorn nicht als Nummer 1 holen auf der rechten Seite. Aber allgemein, ich würde glaube selber gar keinen Rechtsverteidiger holen. Erstmal, finanziell stehen wir halt da, wie wir da stehen. Wir können uns das eigentlich nicht erlauben, irgendwelche Flops uns zu verpflichten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Bockhorn ein Flop wäre, aber eigentlich haben wir kein Geld für übermäßige Spieler. Wir haben Jonjo Kenny und wir haben Deo Weisu-Seefrück, momentan noch im Kader, der natürlich beziehungsweise dessen Vertrag ausläuft. Und wir haben Jürgen Eichberger. Kann man nicht einfach für die rechte Seite Aichi und Kenny behalten? Wieso will man denn da großartig noch etwas umstellen? Bockhorn, ja, ist nun mal für mich kein wirklicher Schlüsselspieler für den Aufstieg. Er ist ein grundsolider Zweitligaspieler. Ich sag wirklich nichts gegen ihn. Aber ich finde, wenn wir aufsteigen wollen, dann brauchen wir dort wirklich nachhaltige Qualität. Und Jonjo Kenny, finde ich, hat diese Saison diese Qualität nachgewiesen, weshalb ich ihn richtig, richtig gerne behalten würde. Versteh mich nicht falsch, Bockhorn ist definitiv eine Option, aber für mich ist er qualitativ und wie er bei Magdeburg spielt, ja, ein bisschen besser als Lukas Klünter. Und Lukas Klünter, oh Gottes Willen, ich habe da ein paar Flashbacks bekommen. Er war auch so ein richtig schneller Spieler, der immer nach vorne gelatscht ist. Also, ich muss sagen, Bockhorn ist durchaus eine Option. Aber ich würde ganz gerne einfach Kenny und Aichi behalten, beziehungsweise gucken, ob man einen Seefried möglicherweise auch einplanen kann. Denn ich habe keine Lust, jetzt eigentlich das Gerüst, was wir jetzt gerade haben, wieder aufzureißen. Kenny ist gesetzt bei uns. Ich würde ihn ganz gerne auch noch ein Jahr behalten. Wenn natürlich die finanzielle Situation so aussieht, dass wir uns nicht leisten können, Jonjo Kenny noch ein weiteres Jahr zu behalten, ja, dann kann man möglicherweise auch auf Bockhorn setzen. Aber
Wie gesagt, meine Wunschoption wäre es eigentlich, behalten wir den Jonjo, behalten wir Aichi und dementsprechend brauchen wir dann auf der Rechtsverteidigerposition keine Neuverpflichtungen. Aber ich denke mal, er ist ablösefrei, das heißt, das finanzielle Risiko wäre nicht so hoch. Sein Gehalt ist auch absolut im Rahmen. Eine Bockhorn-Verpflichtung könnte, wie gesagt, auch Sinn ergeben. Aber ich glaube ohnehin nicht so dran. Das ist jetzt bereits das dritte Gerücht vom ersten FC Magdeburg, was bei uns hier innerhalb von einer Woche oder innerhalb von anderthalb Wochen die Runde macht. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das ist momentan etwas Name-Dropping und dass da vielleicht irgendwas durchgesickert ist. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht dran, dass wir hier drei Spieler oder so vom ersten FCM holen. Für mich kann ich mir das momentan nicht vorstellen. Magdeburg wird sicherlich auch noch an einer möglichen Vertragsverlängerung arbeiten. Und Lukas Schuler und Barış Artık sind da schon etwas realistischer, denn auf diesen Positionen suchen wir ja immer in Verstärkung. Rechts hinten ist es gerade für mich bei der aktuellen Personallage nicht vorstellbar. Ich muss aber auch ganz im Ernst sagen, Magdeburg, die haben natürlich in den beiden Spielen gegen uns mächtig, also wirklich mächtig für Wirbel gesorgt. Das Hinspiel, das war ja der absolute Wahnsinn. Und auch beim Rückspiel, wo dann auch Bockhorn gespielt hat, das war auch nicht schlecht. Die Magdeburger haben zwar verloren und wir haben gewonnen mit 3-2, aber die haben ja nur mit 10 Mann gespielt und haben uns ja trotz dessen, dass die in Unterzahl waren, haben die uns ja schon gut an die Wand gestellt und uns richtig vor Problemen gestellt. Ich muss sagen, Magdeburg, wie gesagt, man merkt dort, dass da durchaus eine gewisse Qualität im Kader vorhanden ist und dass man sich dort bedienen kann. Aber für mich ist das nicht realistisch, dass wir hier an sick Magdeburg-Spielen interessiert sind. Fehlt nur noch, dass es Gerüchte zum Trainer Christian Tietz gibt und dass es noch Gerüchte zu, keine Ahnung, Daniel Elfalidi gibt oder wie der Mittelfeldspieler bei denen heißt. Dann haben wir auch schon das ganze Blatt voll. Wie gesagt, ich glaube, dass es nur Name-Dropping beziehungsweise dass die Namen gerade ein bisschen rumkursieren, aber ob da wirklich etwas dran ist, ist bisher unklar. Es wurden wohl offenbar laut der Bild, es wurden offenbar schon Gespräche geführt. Ja, schauen wir mal, was im Sommer passiert und was vor allen Dingen auf der RV-Position passiert. Sevuks Vertrag läuft aus, Kenny ist vielleicht auch nicht zu teuer und Aichi kehrt zurück. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Personalie. So viel von mir zu Herbert Bockhorn und jetzt kommen wir auch zum nächsten Thema des Tages, nämlich geht es um Bradley Ibrahim. Ja, ich weiß noch, erste Pressekonferenz von Paul Dardai, ich glaube, das war vom Hamburg-Spiel, hat er gesagt, ja, ich überlege, Bradley Ibrahim einfach mal reinzuschmeißen. Der ist auf engem Raum so richtig gut und man könnte ihn einfach reinschmeißen. Und ja, durchaus muss man auch sagen, Ibrahim ist ein Fußballer mit wirklich herausragenden Qualitäten. Wir haben ihn bereits im Winter zu uns geholt, aber es wurde von Anfang an kommuniziert, dass wir die Zeit nutzen, bis Sommer ihn körperlich auf das nächste Level zu bringen, dass wir die Zeit bis Sommer nutzen, ja, um auf ihn mehr oder weniger den Druck abzubauen und dass er sich immer und immer besser hier einnehmen und auf die Zweitligasaison nächstes Jahr vorbereiten kann. Und ja, am Anfang dachten wir alle, wir hätten den nächsten Bellingham verpflichtet, aber irgendwie seit dieser PK haben wir nichts mehr von Ibrahim gehört. Ja, ich denke auch einige von euch haben vergessen, dass er überhaupt existiert, aber tatsächlich, es existiert noch ein Engländer namens Bradley Ibrahim bei uns. Er kam vom FC Arsenal, hat daher auch eine richtig gute Ausbildung genossen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist sogar mittlerweile so, dass er nicht mal mehr für die zweite Mannschaft spielt. Jetzt wurde nachgefragt auf der Pressekonferenz auch und auch die Bild hat vorhin berichtet, beziehungsweise hat vor ein paar Tagen berichtet und es wurde jetzt noch einmal klargemacht. Es wurde klargemacht, dass Ibrahim für den Sommer geholt wurde. Er wurde hierher transferiert, damit er sich einleben kann und hat zuletzt mit Koch nur ein separates Fitnesstraining bekommen. Momentan wird seine Fitness kritisiert und er soll wieder auf dem höchsten Stand gebracht werden. Ibrahim soll für das nächste Jahr fit gemacht werden. Momentan spielt er auch bei der U23 nur recht sporadisch, aber er trainiert auch mit dem Team mit. Aber fitnesstechnisch soll dort einiges aufgeholt werden, denn ein kleines Fitnessproblem ist bei Ibrahim wohl vorhanden. Das ist der aktuelle Stand. Einige von euch hatten sich Sorgen gemacht, ob er vielleicht verletzt ist. Nee, das ist er. Also jetzt aktuell, also Stand 10.04. vorerst nicht. Gut, soviel zu Bradley Ibrahim. Kommen wir jetzt zum letzten Thema des heutigen Tages. Morgen gibt es übrigens noch meinen Vorbericht zum Spiel gegen Hansa Rostock. Ja, das Stadion ist mit 60.000 Zuschauern ausverkauft. 15.000 Plätze als Pufferzone. Das ist eine Ansage. Also ich muss auch sagen, ich glaube am Freitag, es wird wieder so ein Dresden-Magdeburg-Spiel. Ja, das Stadion ist voll, aber es ist einfach viel zu viel an Auswärtsfans da. Man muss sich vorstellen, am Montag wurde der freie Verkauf bei uns eröffnet und innerhalb von anderthalb Stunden oder so war alles weg. Naja, mittlerweile ist es sogar so, dass auch viele, viele Hertha-Fans nach Karten suchen.
weil natürlich die da nicht gestanden haben, wie die Auswärtsfans, eine Stunde nachdem der freie Verkauf eröffnet ist und da direkt Tickets geholt haben. Man muss sagen, ich glaube, es wird eine richtig, richtig geile Stimmung, aber wenn Rostock kommt, dann kommen da auch ein paar Leute, die einen absoluten Schaden haben, und das weiß ich selber, da ich selber dahin gefahren bin zu denen, und ich glaube, es wird ein ziemlicher Aufwand. Ja, laut der Pressekonferenz wird Pascal Clemens für das Spiel ausfallen, vielleicht mal ganz gut. Pascal Clemens hat so gewirkt die letzten Spiele, als bräuchte er dringend mal eine Pause. Vielleicht kann er dafür Deo Weise Seefuig von Anfang an spielen. Ich hoffe beim Rostock-Spiel auf ein absolutes Fußballfest. Auf Flutlicht, auf ja einfach einen geilen Abend, so wie gegen Magdeburg. Das war doch perfekt. Es gab keine Raufereien, keine Ungereimtheiten. Es war ein richtig geiles Spiel zwischen zwei geilen Vereinen. Ja, aber es kommt Rostock. Da ja, können wir mal erwarten, was da auf uns zukommt. Die Bild schreibt von 20.000 Rostock-Fans. Ja, es ist halt eben so. Unsere Auswärtsblöcke, also wenn wir auswärts irgendwo hinfahren, sind immer ausverkauft. Paderborn, war nach 10 Sekunden ausverkauft. Fürth, alles ausverkauft bei uns. Aber wir Hertha-Fans, wir haben jetzt so keinen Riesenstadion in die Nähe, was man mal so eben einnehmen kann. Also es klingt komisch, aber so das größte Stadion, was in der Nähe ist, ist Hannover. Und Hannover ist auch schon 2 Stunden entfernt. So Rostock, die fahren hier einmal mit einem Regionalexpress runter und sind dann sofort da. Ja, sehr, sehr schade aus unserer Perspektive heraus. Und für die ganzen Vereine Rostock, Magdeburg und wie sie alle heißen, ist ja das Olympiastadion das Highlight der Saison. Die freuen sich ja schon seit Ewigkeiten drauf. Rostocker singen seit 3 Wochen schon Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, und wir, die Stadien von Rostock und Magdeburg sind halt so klein, die bringen halt so viele Auswärtsfans mit, wie überhaupt bei denen ein Stadion reinpasst. Ja, was sollen wir halt machen? Ist halt eben so. So viel von mir nochmal zum Rostock-Spiel. Wie gesagt, morgen gibt es dazu noch einen konkreten Vorbericht mit einem Update zu Tabellen, und da werde ich noch über Rostock an sich sprechen, über die Stärken und Schwächen von Rostock. Das heißt, schaltet morgen ganz gerne ein. Wir sehen uns. Bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Genießt den Abend und abonniert doch ganz gerne diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber. Ciao.